Suicide Squad ist der neueste Versuch vom DC Comic Universum quasi so ein bisschen anzuschliessen als Marvel Universum, wo ja extrem beliebt ist mit Filmen wie The Avengers oder Guardians of the Galaxy. Und beim Suicide Squad geht es darum, dass eine Gruppe Bösewicht, so ein paar Leute, die eingesperrt sind und einen Haufen Scheissdreck schon gemacht haben, dass die von so einer Regierungsfrau zusammentrummelt werden und finden, hey, look, ich gebe euch die Chance, quasi ein bisschen weniger lang müssen im Gefängnis zocken, dafür gehen ihr dort her, machen die Mission, die euch wahrscheinlich umbringt. Und die Gruppe aus diesen Schwerverbrecher und komische Leute, die so wild zusammengewürfelt worden ist, muss dann einen gemeinsamen Bösewicht quasi aufhalten. Ich habe mich basierend auf den Trailer eigentlich ziemlich gefreut auf den Suicide Squad. Er hat sehr cool ausgesehen. Ich habe ihn besser gefunden, als ich gedacht habe, weil nach den ersten Wertungen habe ich gefunden, okay, der ist einfach grober Abfall. Und während der Film bei weitem nicht gut ist, finde ich ihn auch nicht so dermaßen schlecht, wie ein Film macht. Was habe ich denn gut gefunden? Vor allem als erstes ist das der Cast. Die ganze Gruppe um die Bösewicht, um die Schurken, ist wirklich sehr, sehr cool. Der Will Smith als Deadshot ist sehr gut. Das habe ich nicht gedacht, dass er in so einem Ensemble-Cast, also mit ein paar unterschiedlichen anderen Leuten, wo nicht immer er im Mittelpunkt steht, er auch kann gut sein. Er hat als super guter Scharfschützenmann sozusagen die Action-Szenen absolut im Griff. Und er ist für mich eins der Highlights gewesen. Auch gut gefallen hat mir Viola Davis als Amanda Waller. Sie ist die, die so die Gruppe zusammengewürfelt hat und so zueinander gebracht hat. Und sie ist auch die, die definitiv das Team befiehlt, obwohl der Rick Flag, gespielt von Joel Kinnaman, auch dabei ist und eigentlich findet, hey, wenn ihr das nicht macht, dann passieren Sachen. Aber sie ist die, die Pfäden zieht hinten dran und die Szene, die sie hat, ist sie wirklich extrem gut drin und sie habe ich mega cool gefunden. Und ich glaube es fast nicht, den Jai Courtney habe ich noch gut gefunden. Das ist sonst ein Schauspieler, wo ich finde, oh nein, der muss mitspielen, muss das sein. Und er ist jetzt da dabei und spielt den australischen Captain Boomerang. Es ist ein Typ, der einen Boomerang rührt und sauft und einen australischen Akzent hat. Er macht nicht so viel, aber er ist sehr lustig, habe ich gefunden. Er passt recht gut, hat ein paar gute Szenen. Die Margot Robbie als Harley Quinn, perfekt. Ich glaube, es gibt niemanden, der diese Rolle besser gespielt hat. Sie ist irr, sie ist sexy, aber nicht einfach nur sexualisiert. Sie macht auch Sachen, sie macht sich nützlich, sie ist lustig, sie spielt diese Rolle einfach so perfekt. Ich weiss nicht, was sagen, das ist so die absolut beste Rolle in diesem Film und ich habe es sehr, sehr geil gefunden, dass Harley Quinn so gut übertreibt worden ist auf der Kinoleinwand. Und dann am Jared Leto sind Joker, das ist schwierig. Ich finde, die Interpretation von dem Joker eigentlich noch cool, so ein bisschen der halb zutrönte, kranke Mafia-Boss. Das habe ich cool gefunden, aber seine Motivation war lahm gewesen und hätte er müssen im Film sein? Nein, gar nicht. Es war zwar cool gewesen, wie dass sie ihn in den Film gepackt haben, aber er hätte nicht zwingend müssen drin sein. Die Action-Szenen an sich haben mir eigentlich gut gefallen. Es hat weniger als ich gedacht habe, aber immer noch eigentlich genug. Es wird ein bisschen umgeschossen und ein bisschen geprügelt und ein bisschen gemacht und da und ein bisschen Flammen und Feuer und so. Das habe ich cool gefunden, bis auf den Schlusskampf. Der Schlusskampf ist so sehr effektlastig und dramaturgisch auch verdammt schwach. Er ist einfach so, bläh, schau da, Kampf gegen irgendein grosses Monster und Elektro-Shit und Loch im Himmel und Dreck und Müll und so. Einfach irgendwie verdammt lahm und völlig überdramatisiert in gewissen Momenten. Also das Ende ist echt nicht gut, aber sonst die restlichen Action-Sequenzen habe ich gut gefunden. Die zwei grössten Probleme, die Suicide Squad aber hat, ist einerseits die Geschichte, die er erzählt und andererseits weiss er nicht, was er sein will. Die Story fängt zwar eigentlich gut an, sie setzt die Figuren noch spannend auf und findet, schau, das ist der, das ist der, das ist der. Das habe ich gelungen gefunden an sich, wie man das gemacht hat, weil ich weiss jetzt, wer der Deadshot ist und Harley Quinn, aber ich habe keinen Plan, was ein El Diablo macht, außer dass er Feuer zu den Händen ausschiessen kann. Die Geschichte, die nachher folgt auf das, ist so haltlos und irgendwie viel zu klein quasi für das, was auf dem Spiel steht. Das Allerschlimmste in dem ganzen Film ist, dass er nicht weiss, was er sein will. In der einen Szene ist er ein glatter, lauter, hui, farbiger Actionfilm mit irgendwelchen doofen Sprüchen und so. Und nachher ist es wieder eine düstere Stimmung und dramatisch und so. Und das widerspiegelt sich fast am besten in der Musik. Man hört in diesen dramatischen Szenen da das Gigen- und Klaviergeklimper, wo der Stephen Price immer so ein bisschen macht, halt, der Komponist. Und dann in der nächsten Szene hast du ein halb glorifiziertes Musikvideo, wo Bohemian Rhapsody von Queen läuft. Und die farbigen Texte vorne dran und all das ganze Klump und, schau mal, lustig und wacky und skurril,
völlig, völlig schlecht gemacht. Und da merkt man einfach, dass dort mal ganz ein anderer Film entstanden ist, als der, den wir jetzt im Kino sehen. Das Frustrierende ist ja, dass Anzeichen von einem guten Film zu erkennen sind. Es hat gute Einstellungen, die Figurenzeichnung an sich ist eigentlich gut. Und der Film hätte ja lustig können sein, da wäre ich voll dabei gewesen. Aber wenn er am Anfang, von Anfang an als lustiger Film, als Komödie, Action-Komödie geplant gewesen wäre, ich muss sagen, ich bin recht enttäuscht von Suicide Squad. Ich habe nicht viel erwartet nach den ersten Wertungen, aber ich habe gehofft, vielleicht ist ja noch etwas Gutes drin und es hat definitiv gute Aspekte. Margot Robbie als Harley Quinn ist absolut perfekt. Der Deadshot, der Will Smith als Deadshot ist cool. Allgemein die Figuren sind eigentlich cool und die Actionsequenzen bis auf den Schluss sind auch gut, aber die Story ist so langweilig und der Schlusskampf ist scheiße. Der ist einfach nicht gut und langweilig. Am schlimmsten, wie gesagt, ist die Inkonstanz in der Stimmung, im Ton, in der Atmosphäre von dem Film. Wird er jetzt lustig und so over the top sein und übertrieben oder möchte er dramatisch und realistisch sein? Das weiss der Film wie quasi nicht und das macht Suicide Squad einfach kaputt. Ja, schade, es hätte etwas können werden. Ich bin weiter gespannt auf was passiert mit dem DC-Universum. Ich denke jetzt einmal, dass Wonder Woman vielleicht etwas könnte werden. Der Trailer hat cool ausgesehen. Ich hoffe, sie kriegen es an. Ich wette ja auch, dass die Filme gut sind. Auf jeden Fall danke ich euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.